Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribe. Wir sind ja beim letzten Mal in das Sandland ausgewandert und haben ja auch schon die ersten Gebäude für unser zweites Dorf gebaut und sind jetzt gerade dabei, den Altar, an dem wir auch gebaut haben, jetzt wieder zu restaurieren. So, wir brauchen anscheinend Leder. Und Leder bekommen wir durch das Töten von kleinen Tieren. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf die Suche nach Waschbären. Wenn ihr das hier feiert, dass wir Tribe spielen, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, lasst ein Like da und vergesst das Abo nicht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil von Tribe und damit let's go. Okay, in dieser Oase war ich jetzt noch nicht zum Waschbären jagen, aber hier müssten auch welche rumspringen. Da! Ja, erwischt. Komm her. Komm her! Ein Schwarzer. Erwischt. Sehr gut. Einmal Leder haben wir bekommen. Da drüben rennt noch einer. Oh, hier rennen ganz viele. Top. Gut. Wie viel Leder haben wir jetzt? 5. Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Ich würde mal schnell gucken, was kriegen wir denn raus, wenn wir so einen fetten Geier wegholzen. Boah, genau vor die Füße geworfen. Noch ein bisschen höher zielen. Erwischt. Voll in den Rücken. Bullseye. Ja, Fleisch und Knochen bekommen wir. Hier ist noch ein Waschbär. Komm her. Komm, Mietz. Nee, da lang. Oh, da war noch ein zweiter. Ah ja, egal. Sollte erstmal reichen an Waschbären. Wir haben auch erstmal Food für die nächsten 100 Jahre. Mit 16 rohes Fleisch. Ich hoffe, wir können jetzt mit den ganzen Bums den Altar jetzt fertig schmieden hier. Ah, Leder. Wir brauchen noch Ton. Gott sei Dank haben wir hier direkt vor dem Altar auch Ton vorkommen. Oben brauchen wir noch ein Leder. Ich hab's gewusst. Ich gehe mal schlafen. Da müssten ja eigentlich alle Ressourcen wieder resettet sein. Und eventuell dann auch die Tiere. So, jetzt ist es natürlich dunkel. Und ich sehe wahrscheinlich keinen einzigen Waschbären. Aber da muss ich einfach mal meine Jagdsimulationsaugen rausholen. Die sehen sehr viel. Zum Beispiel da vorne habe ich gerade eine Bewegung gesehen. Das zweite Leder. Ich gucke trotzdem nochmal, ob wir hier noch was sehen. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Hände hoch. Wo sind? Da. Ey, wie der dodged. Jetzt, also. Noch einer. Hier sind zwei noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her, dann kommst du mir nicht. Man muss auch so ein bisschen denken können wie die, ne? Wenn du nämlich so ins Unterholz reinläufst und den verfolgst und er ist auf einmal nicht mehr in der Line, die du rennst, dann musst du wissen, ist er links oder rechts gelaufen. Was würdest du tun? Oh, anscheinend sind einige von denen, die hier waren, mit einem Boot abgehauen. Finde den Jäger. Okay, jetzt ist so eine schöne Quest hin und her geschickt. Bla bla bla.
Der Jäger sagt uns jetzt bestimmt, wir sollen eine Jagdhütte errichten. Oder der Jäger ist in diesem Dorf der Speer. Und der sagt uns, wo wir Dorfbewohner herbekommen. Oh, diese Waschbären hier, ey, ich hab jetzt schon wieder Bock. Du sagst. Oh. Beschaffe das Fleisch, 0 von 3. Aha, aha, aha. Okay, jetzt soll ich jagen für ihn? Ist nicht sein Ernst. Ach, der erste Jäger. Ich soll jetzt zeigen, was ich kann, oder was? Na dann. Hier laufen wieder ultra viele Waschbären von links nach rechts. Geil. So. Ich hab gejagt. Das ist gar kein Waschbär hier. Doch. Ein Waschbär. Da kocht es irgendwie anders aus, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Marder oder so. Aber es gibt ja anscheinend nur Waschbären in verschiedenen Farben. Weil das hier vorne, dieses rot-braune, ist anscheinend auch ein Waschbär. Jetzt sollen wir eine Jagdhütte bauen. So. Und die Jägerhütte, die können wir ja nur machen, indem wir hier bei Hacke das erste freischalten. Und das ist Knochentalisman, brauchen wir dafür. Und göttlicher Weihrauch. Gut. Gucken wir mal in unsere Werkstatt, ob wir das herstellen können. Ich denke schon. Die Rezepte müssten auf jeden Fall da sein. Knochentalisman können wir auf jeden Fall herstellen. Und göttlicher Weihrauch ist auch weiß. Das können wir auch herstellen. Brauchen wir noch einmal. Und jetzt können wir zum ersten Mal unseren neu errichteten Altar ausprobieren. So, Feuer. Nice. Aber es kam jetzt gar nicht. Also, wir haben es freigeschaltet. Ach so, Reise zum östlichen Altar war das nur. Der zweite Punkt. Knochentalisman 3. Damit schalten wir die Jägerhütte frei. Okay, dann brauchen wir also noch 3 Knochentalismane. Ach so. Noch. Uns fehlt ein, also uns fehlt Leder. Ein Leder fehlt uns. Ey, wie viel Viecher ich hier schon gekillt habe. Aber ich glaube, ich werde erstmal das ganze Fleisch, was wir da von den Viechern haben, durchbraten. Und das ins Lager tun. Weil dann haben wir gleich Food für unsere Arbeiter. So, auf geht's, den nächsten Waschbären. Da ist einer. Hier sind 2. Ich habe gerade 3 gesehen. Ja. Guck mal ganz kurz, was der andere Stamm macht. Der hat keine Messer. Warum nicht? Ach so. Hm. Okay, Sammlerhütte sammelt Steine. Muss ein paar Messer machen. Und von unserer Markthütte aus das rübersenden, weil die kriegen gerade keine Messer mehr hin. So, wir stellen mal ein Messer her. 10 Stück. So, jetzt sagen wir, von diesem Marktplatz aus sollen grobe Messer. Wir lassen mal im Lager noch 3. Und ja, so. Der liefert jetzt grobe Messer dahin. Und wir tun jetzt die groben Messer auch ins Lager, damit das auch funktioniert. So, jetzt müsste. Jetzt sind hier 8. Jetzt müsste der, genau, wenn er hier 100% erreicht, dann auch abliefern. So, wir schließen das Ritual für die Jägerhütte ab, damit wir die endlich bauen dürfen. Jägerhütte freigeschaltet. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Brauche ich, glaube ich, hier drüben an den Wald. Die Jägerhütte. Jägerhütte. Holz, Bambus, Ranke. Okay, wir gucken mal, was wir im Lager haben. Die ist aber groß, die Jägerhütte. Aber die würde hinpassen. Na dann. Oh ja. Also Bambus brauchen wir sehr, sehr viel.
Ja, da drüben haben wir Bambus. Ja, da muss ich noch mal Bambus ernten gehen. Es hilft ja nichts. So, die Jägerhütte möchte einfach noch eine Tonwand mitten in der Hütte. Da müssen wir noch ein bisschen Ton abbauen, aber kein Problem. Wir haben ja direkt im Dorf was. Letzter Schritt von jeder Hütte ist, richtig, Bambustote. So. Ich habe zwar schon einen Steintotem, was 75% mehr macht, aber ich möchte am Anfang immer, dass wir einen Bambustotem platzieren. Das ist ein bisschen doof, weil ich platziere jetzt hier einen Bambustotem und könnte das gleich mit einem Steintotem ersetzen. Macht nicht so viel Sinn, oder? So, Lagerhütte 2 ordnen wir natürlich zu. Und Produktion ist jetzt auf Fleisch. Man kann auch Leder oder Knochen machen. Ja, das ist geil. Sehr gut. Finde den Jäger. Aber ich finde, die Jagdhütte passt da sehr, sehr gut hin. Ich gehe aber erstmal schlafen. Finde die Älteste. Okay, also ist aber... Ich hab's jetzt übersprungen, ich hab's jetzt geskippt, den Dialog. Aber er hat irgendwas von Rekrutierung gesagt. Also hoffe ich mal, dass wir jetzt noch ein paar Dorfbewohner dazu bekommen. Dass sie nicht alles selber machen muss. Erstmal muss ich was trinken. Ich krieg bestimmt gleich Damage, weil ich einfach durstig bin. Ich führe das Ritual Geschenk des Tons durch. Des Tons. Stärkerer Stamm. Mittelgroße Schlafhütte. Oh. Okay. Was ist denn das? Geschenk des Tons. Töpferhütte. Ach, hier unten ist ein Speer. Am Marktplatz ist ein Speer. Ich besorge mir jetzt erstmal Leute. Ich habe den Speer. Also, entweder war der schon da und ich habe ihn ignoriert oder er ist jetzt erst gekommen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt erstmal Leute besorgen. Und hier eine funktionierende Eco aufbauen im neuen Dorf. Brauchst du neue Bewerber? Tu ich. Okay, er hat ein Lagerfeuer gesehen da vorne. Boah, da muss ich aber weit laufen. Kann ich da am Strand entlang laufen oder? Ich probier's. So, da sind sie doch, unsere ersten drei Dorfbewohner für das neue Dorf. Geil. Folge uns. Du darfst uns auch folgen. Und du natürlich auch. So, sehr schön. Kann ich jetzt schon? Warte mal. Pass auf. Wir haben jetzt... Bevölkerung 19, Arbeiter 11. Achso, wir haben noch Bevölkerung dazu bekommen. Achso, wir sind voll. Okay, gut, pass auf. Also, wir müssen jetzt erstmal die Jägerhütte befeuern. Das heißt, hier kommt einer rein. Ich hätte hier gern so einen Absatz, dass ich weiß, wo die sind, diese Hütten. In welchem Dorf. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier drüben kann ich es ja machen. Hier drüben zeigt er mir ja an, zu welcher Lagerhütte die zugeteilt sind. Und die neuen sind halt immer für die neuen Lagerhütten. Ich mache jetzt mal zwei in die Lagerhütte rein. Sammlerhütte. Sammel mal bitte große Blätter. Stellen wir auch einen ein. So, jetzt haben wir noch vier Untätige. Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkzeughütte. Damit wir hier auch Werkzeuge herstellen können. Theoretisch könnte man sogar überlegen, dass man aus dem ersten Dorf alle Dorfbewohner abzieht, um die hier arbeiten zu lassen. Dann wandert der Stamm einfach nur. Wisst ihr, was ich meine? Theoretisch könnte man das tun. So, Werkzeughütte brauchen wir jetzt. Sammlerhütte, Holzfällerhütte. Oh, eine Kochhütte ist auch ganz wichtig.
Kochhütte ist sehr, sehr wichtig. Würde ich einfach mal hier neben den Jäger stellen. Unsere Kochhütte. Und dann brauchen wir noch eine Werkzeugmacherhütte. Werkzeugmacherhütte. Die kommt hier hin. Okay. Zwei Hütten, die wir jetzt aufbauen müssen. Und ich habe kein Holz mehr. Meine Axt ist kaputt und ich habe keine zweite. Okay, wir müssen eine Axt herstellen. Ja, der Grind ist hart, wenn man jetzt so ein Dorf wieder aufbaut hier und einfach, ja, alles braucht. Alles. So, Bambushütte steht. Bambushütte sage ich schon. Boah, Werkzeugmacherhütte steht. Ich tue auch gleich mal einen Hammer rein. Und Lagerhütte 2. Produktion umstellen. Mach mal bitte. Oberspeer. Da fehlen Äste und Ranken, ne? Die hab ich dabei. Ja, tu mal die Äste und die Ranken noch in die Lagerhütte wieder. Dann können die schon mal Speere herstellen für die Jäger. So. Kochhütte. Kochhütte war noch wichtig. Die müssen wir noch aufbauen in dieser Session. Schönes Design von der Kochhütte. Finde ich sehr, sehr nice. Auch dieser Strudel hier. Geil. Fällt mir sehr gut. Okay, hier brauchen wir Steine. Das ist ja kein Problem. Steine sollten wir hier hinten finden. So, nur noch das Bambustotem. Und wir haben eine Kochhütte. Ich stelle gleich mal jemanden ein, der da drin kocht. Kochhütte, Lagerhütte 2. Und achso, das müssen wir auch noch umstellen. Du sollst Essensrationen aus Fleisch machen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir erstmal eine funktionierende Eco in dem Sinne, dass wir Food produzieren. Ganz einfach. Ich muss mich hinlegen. Ich muss schlafen. Dann kann ich weiter erzählen. Also wie gesagt, wir produzieren jetzt Food. Wir haben jetzt die Mats oder die Gebäude, um Werkzeuge zu errichten. Was uns jetzt noch fehlt, ist auf jeden Fall eine Holzfällerhütte. Ja. Und dann mal gucken, was wir noch brauchen, was uns noch fehlt. So, auch gleich mal schauen, was das andere Dorf noch braucht. Der braucht jetzt einen Speer. Er hat keinen Speer mehr. Aber wir müssen auch jetzt erstmal Äxte herstellen, weil der Holzfällerhütte auch keine Axt mehr hat. Liefer uns mal Bambus, bitte. Ansonsten sieht das ganz okay aus. Schamanenhütte ist niemand eingestellt, klar. Könnten wir auch da abreißen. So, hier unten. Zweites Dorf. Sammlerhütte sammelt große Blätter. Hat 3 Messer. Keine Ressourcen mehr. Liefert haltbare Produkte oder verschiebe. Ja, okay. Ja, die finden hier natürlich keine großen Blätter. Dann sammel mal gelbes Gras, bitte. Das sollte funktionieren. So, Jägerhütte arbeitet, hat 3 Speere. Aktuell Fleisch 7. Werkzeugmacherhütte macht gerade Speere. Gut. Aber er hat auch gerade 4, hat er jetzt. Mach mal grobe Hämmer, damit du dich selbst ein bisschen versorgen kannst. Kochhütte.
Ja, Kochhütte produziert Food. Und wir haben jetzt noch wie viele Untätige? 2. Hm, verstehe. Na, läuft doch so langsam mit dem zweiten Dorf. Ich weiß, diese Folge haben wir sehr, sehr viel gebaut und ich habe nicht so viel gequatscht, weil ich sehr oft dabei war, per Hand Ressourcen abzubauen. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Tribe. Das Dorf funktioniert jetzt erstmal so autark, dass die sich selber um Essen kümmern können. Das ist schon mal gut. Wir haben auch die ersten Dorfbewohner im Dorf selber. Es läuft langsam. Beim nächsten Mal führen wir das Ritual durch Geschenk des Todes. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.